26. Spieltag der Oberliga Süd. Inter empfing den VfL Halle 96. Sie waren angereist als Vorletzter, aber wir hatten noch eine Rechnung offen. Nur 1:1 im Hinspiel. Und ja, das sollte eigentlich doch an diesem Tag eine machbare Aufgabe sein. Vor allem, weil auch Marcelo Franceschi endlich wieder dabei sein konnte. Lange verletzt. Er kurbelte auch gleich von Anfang an das Spiel an. Hier sehen wir schöne Kombinationen. Und ja, Alexander Langner schoss sich warm. Nämlich dafür, dass er in der 9. Minute dann das 1:0 erzielen konnte. Das Spiel ging standesgemäß los. Wir Achter und Halle Vorletzter. Wir bemühten uns natürlich weiter und hier sehen wir schöne technische Kabinettstückchen und die ganze Mannschaft war gut drauf. Zumindest die ersten 20 Minuten. Hier nochmal ein Schuss, aber die Präzision fehlte am Ende. Dann aber hier. Worps spielt den Ball nach links rüber. Schammer holt sich den Ball, wird zwar von Rode bedrängt, aber kann wunderbar zurücklegen und dann kommt Worps wieder und erzielt sehenswert in der 22. Minute das 1:1. Die Fans freut es und hinsetzen. Dann dachten wir, okay, wir machen weiter. Nee, dann macht der Halle nämlich weiter und hier sehen wir es. Hier kann Fritz Flugs erstmal wunderbar parieren. Das zweite Mal gegen von der Weet auch und aber dann den Ball nicht mehr verhindern. Und so kann Konstantin Eder in der 25. Minute zum 2:1 einschießen. Und die Fans aus Halle freut es. Uns natürlich nicht und wir versuchten weiter nach vorne zu gehen, aber es fehlte einfach die Präzision. Schön anzusehen das Spiel, auch von Marcelo, aber leider wenig Präzision. Dann sind wir schon kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit. Und hier sehen wir viele Fehler, auch in der Abwehr. Hier hatte schon mal Mutzer drüber geschlagen. Dann Scholl schlägt nochmal drüber. Dann geht es wieder. Schammer versucht da reinzuflangen. Da kann Aloy noch klären. Und so geht es mit 2:1 für die Gäste in die Halbzeit. Kurz nach der Halbzeit. Wir sind aber schon 15 Minuten in der zweiten Halbzeit. Dann dieser Angriff. Schön trotzdem die Ballstaffette. Und da versucht es Marcello von Weitem doch keine Gefahr für das Gästetor. Trotzdem ging es weiter. Keiner erwartete diesen Pass. Aber Kimmo Huvi, der sich das ganze Spiel aufrieb und erzielt hier verdient das 2:2. Das war es auf jeden Fall auch vor allen Dingen verdient für Kimmo Huvi. Drittes Tor im dritten Spiel. Also, und das freute natürlich auch Manuel Fuster, der seine Mannen nochmal anfeuerte. Und wir versuchten weiter drauf zu gehen, aber es fehlte einfach die Präzision. Und der gute Kimmo Huvi kann hier leider nicht einschießen. Und ja, ein Nachschuss gab es dann nicht. Dennoch, Halle weiter, immer im Vorwärtsgang. Sie versuchten immer nochmal alles zu machen, vor allen Dingen schnell in die Spitze zu spielen. Und dann kommt nochmal von hinten Worps, aber das brachte nichts. Wir wieder auf der anderen Seite. Kimmo Huvi, der wirklich sehr, sehr, sehr engagiert war, aber mit wenig Glück und auch die Präzision da wieder und vor allen Dingen Schärfe gefehlt. Dann hier Kim lässt sich ausspielen von einem halländischen Spieler und dann macht nochmal Aljindo von hinten einen Schuss und das brachte nichts. Aber dann 89. Minute, wunderbar. Kai Druschi spielt zu Kimmo Huvi, der zu Ugün gemischt das, der nimmt einen Schirm mit der Brust an, dann muss Stamer alles rausholen, um das Tor zu verhindern. Und dann kurz vor Schluss, 90. Minute, nochmal Kai Druschki, der momentan sehr glücklos spielt. Am Ende pfiff der gute Schiedsrichter Tobias Hagemann zum 2:2. Heiner Backhaus konnte nicht zufrieden sein, ebenso wie Manuel Fuster. Und beim nächsten Spiel geht's nach Brandenburg zum BSC 05.